Halli, hallo, Hallöle, hier ist mal wieder die Cameo-Maus, der Andreas. Und heute machen wir weiter mit meiner kleinen Serie von Tutorials und es geht heute um die Farbpalette. Pixscan lasse ich aus, weil ich die Matte nicht finde, wie ich schon gesagt habe, aber ich glaube, ich mache da auch gar kein Video mehr zu. Ich verlinke euch gleich oben zu einem alten Video, wo ich das schon mal gemacht habe und dann könnt ihr euch das einfach mal angucken. Wenn es nicht reicht, das alte Video, sagt mir Bescheid, dann gucke ich es mir nochmal an und suche die Matte. Gut, wie immer an dieser Stelle, ich arbeite mit dem MacBook, mit dem MacBook, mit der neuesten Betriebsversion und mit dem Studio in der Version 4.4.4.7.6 SSBE. Und wie immer an dieser Stelle, SS für Silhouette Studio, BE für Business Edition. Und wie auch wie immer an dieser Stelle, ich empfehle euch einfach, kauft euch die Designer Edition. Okay, das war's wieder dazu. Und jetzt fangen wir mal an mit der Farbpalette. Ihr seht hier die Farbpalette. Ich klicke die einfach mal an. Wir haben hier wieder drei Sachen. Also einfach nur die grundsätzliche Farbpalette. Das wird heute ein relativ kurzes Video. Dafür werden die nächsten zwei etwas länger. Dann haben wir hier den Füllfarbverlauf. Da kann man ein bisschen mehr machen. Und wir haben hier nochmal die Füllmuster. Da wird es dann doch ein bisschen aufwendiger. So, wir fangen einfach mal an mit der Füllfarbe. Ich nehme jetzt einfach mal hier ein, ziehe mir ein Rechteck auf, damit ich wieder zum Arbeiten habe und gehe wieder auf das Bewegen-Werkzeug. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit, die kürzlich benutzten Farben zu nehmen. Ich kann die nehmen, ich kann das wählen, da bin ich völlig frei. Ich mache mir mal ein zweites auf, fällt mir gerade ein. So, wenn ich das markiert habe, kann ich jetzt auch hier den nehmen und hier reinklicken. Und zack, seht ihr, mein zweites Rechteck bekommt die gleiche Farbe. Ich mache es nochmal zurück mit Command Z oder bei euch müsste das Steuerung Z sein. Und nochmal das Werkzeug auswählen, in die Farbe, in die ihr haben wollt, reinklicken und schon wird es damit gefüllt. Gut, denn hier geht es um Füllfarbe. Das heißt, dass somit eine Form ausgefüllt wird. Im Gegensatz zu Linien, da kommen wir dann in dem nächsten Menü zu den Linienfarben. So, was haben wir für Möglichkeiten? Wir haben einmal diese Füllfarben da. Das sind die Standardfüllfarben. Dann habe ich mir schon, und das ist eine schicke Sache, angelegt, eine Palette, damit ihr das einfach seht. Ich kann mir die hier auch aussuchen. Standard. Na, jetzt geht es wieder weg. Kannst du mir auch suchen. Will ich die Standardpalette sehen oder will ich nur meine Palette sehen, die ich selber angelegt habe? Das heißt also, ihr könnt für euch für ein Projekt eine eigene Farbpalette oder für Dinge, ihr findet Farben anders schön, als sie hier zur Verfügung stehen, dann könnt ihr das selber machen. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Wir machen nur ganz kurz nochmal zwischendurch die Transparenz. Ich markiere das hier unten. Und jetzt kann ich hier die Transparenz, wie intensiv das gedruckt wird. Das wird nachher beim Drucken auch sich widerspiegeln. Im Normalfall hat man aber ja die vollen Farben. So, jetzt kommen wir zu neuer Palettenname und den Farben. Das geht wie folgt. Ihr gebt jetzt hier zum Beispiel an, ich nehme jetzt einfach mal Test. Das ist jetzt meine Testpalette. Und jetzt kann ich hier unten hingehen, sage die Farbe. Und stopp, ich musste erst die Testpalette oben hinsetzen. Ihr seht es jetzt hier nicht, aber wenn ihr drauf geht, erscheint da Test. So, ich habe mir jetzt dieses Grün ausgesucht. Das möchte ich in meiner Testpalette haben. Jetzt drücke ich hier einfach nur aufs Plus. Und schon seht ihr, ist das Grün da. Jetzt kann ich mir hier unten irgendeine Farbe aussuchen, wie ich das möchte. Setze die hier oben rein und dann wird die schon übernommen. So kann ich mir alle Farben, die ich möchte, hier unten kann ich es direkt kontrollieren, sehe genau, welche Farbe ich habe. Drücke hier oben auf Plus und so könnt ihr euch hier verschiedene Paletten für verschiedene Projekte anlegen. Hier könnt ihr nochmal so ein bisschen die Farbe, wie klar die sind, wie sauber die sind oder ob die mehr so ein bisschen auch so dieses schwärzlich-graue oben kriegen. Das seht ihr dann. Okay, gerade noch vergessen, ganz kurz, das Feld hier oben zeigt immer die Farbe an, die Pipette zuletzt rausgeholt hat. Gehe ich jetzt hier drauf,
Hol mir diese Farbe, dann wird auch dieses Feld die Farbe bekommen. Jetzt haben wir noch eine ganz kleine Sache. Wir haben hier wieder die Zahlen. Und das habe ich euch ja versprochen beim letzten Video, erkläre ich euch jetzt mal. Und zwar geht es um Folgendes. Kleiner Blick. Ich mache mal kurz auf Pause. Brauchte ich gar nicht. Ich gehe jetzt einfach nur in ein anderes Programm. Ich gehe zum Beispiel mal in mein Affinity Designer Programm. So, und ich habe jetzt hier irgendwo, ich suche mir jetzt mal eine aus, so eine wunderschöne grelle Farbe, so, die brennt so richtig in den Augen. Die habe ich mir ausgesucht. Wie kriege ich die jetzt in mein Designer Studio rüber? Und das ist eigentlich auch überhaupt nicht so schwer. Ich gehe jetzt einfach hier hin und merke mir HSL. Die arbeiten also hier in diesem Fall mit HSL. Ich merke mir 390 und 51. Ich gehe jetzt einfach mal rüber, so. Und jetzt habe ich hier auch die Wahl. Hex, HSL, RGB. Wenn ich auf HSL klicke, dann habe ich, seht ihr die Felder. Das war 300. Ich meine 90. Und 11 war, schnell gucken, 51. So, 51. Und wenn ihr jetzt hinguckt, dann seht ihr, dass diese Farbe und diese Farbe identisch sind. Das bedeutet mit diesen Zahlen, wenn ihr irgendwo mal was seht im Internet und diese Farbenzahlen kommen drin vor, dann könnt ihr sowohl HSL, RGB oder auch die Hexzahl benutzen, um eurem Motiv die gleiche Farbe zu geben. Wenn ihr, jetzt zur Ergänzung nur nochmal hier oben zur Farbpalette, wenn ihr die wieder loswerden wollt, Rechtsklick auf die Farbpalette, Löschen Test, Linksklick und das Ding ist weg. Ihr wollt wieder die Standardfarben haben, natürlich einfach hier oben drauf. Hier wird die Sichtbarkeit gezeigt, draufklicken und schon habt ihr hier wieder die Standardfarben zur Verfügung. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch genützt. Falls ja, bitte einen Daumen unten lassen, einen Daumen nach oben natürlich am besten, ein Abo, die Glocke vielleicht noch, damit ihr seht, wenn was Neues kommt. Und nochmal kurz zur Erklärung, das blende ich aber auch nochmal oben ein, einen Link dahin. Ich habe mal Affiliate-Links erklärt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwelche Sachen kauft, ich habe Affiliate-Links in meiner Beschreibung mit eingebaut. Wenn ihr da draufklickt, werdet ihr nach Amazon geleitet. Aber das seht ihr in dem Video. Ich erkläre euch das nicht. Das kostet zu viel Zeit. Klickt einfach auf das Ding oben. Und wenn ihr etwas kauft, würde ich mich freuen, wenn ihr über die Affiliate-Links geht. Auch wenn ihr euch nur einen Topf kauft, über den Affiliate-Link, Topf kaufen, dann habe ich da ein bisschen was von. Ihr habt keinen Schaden und alles ist gut. Bleibt gesund. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Cameo-Maus.